Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Mega Man X8. Und ja, wundert euch nicht, dass das hier wie bekloppt wackelt. Dieser irre Roboter, der amok läuft, ist mal wieder auf Rampage. Aber naja, ich bin jetzt nochmal in diese Level, um. Boah, perfekt. Das war überhaupt nicht so geplant, aber ich find's toll. Ja. Wir wollen einige Bonussachen holen und ja, hier haben wir schon mal das erste. Und zwar, hier sind einige Fässer. Wahrscheinlich sind die Zeichen, die darauf bedeuten, leicht entflammbar. Deswegen entflammen wir sie mal. Ich habe jetzt alle roten Rüstungsteile ausgerüstet. Also alle, die ich hatte. Und jetzt gehen wir in den Teleporter und holen uns das letzte rote Rüstungsteil. Körperteil I. If you equip this, you will take half the damage you normally would. Equip this new ability and board the capsule next. So, jetzt holen wir uns das letzte Rot-Rüstungsteil. Und komplettieren somit die Icarus-Rüstung. Zack. Geil. Schade, dass ich nicht die gesamte Rüstung rot färbt, das wäre toll gewesen. So. Und mit der gesamten Rüstung schalten wir außerdem noch die Fähigkeit Riesenknall frei. Löst eine gewaltige Explosion aus, die sofort alle Gegner vom Bildschirm fegt. Das zeige ich euch doch jetzt mal. Bam! Als ob wir nicht schon so stark genug werden. Und das lädt sich auch auf, das ist jetzt richtig geil. Und ja. Allerdings ist hier noch ein zweites Metall, aber ich habe keine Ahnung wo, deswegen schaue ich mich mal um. Ich behaupte einfach mal, es ist... Oh, man kann halt auch so schon einsetzen. Allerdings sind dann Striche. Okay. Das wusste ich nicht. Sogar mit so einer kleinen Ladung. So Spam einfach. So, ich glaube einfach, es ist hier irgendwo vergraben. Und das Gebiet ist nicht so groß, deswegen... Upsala. Deswegen gucke ich mich mal hier überall um. Mann. Weil ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Deswegen gucke ich überall mal nach. In all den verdächtigen Orten. Wer ist mit hier? Das ist bestimmt hier drin. Wenigstens etwas ist hier drin. Okay. Gleich hier. Zack. Nö. Waffenenergie. Ich habe Waffen. Ich habe einen Waffentank dabei, also mir kann nichts passieren. So. Gucken wir mal. Ich guck mal, wo irgendwie verdächtigere Orte sind. Oh hi. Läufst du schon wieder amok? Hast du Spaß dran? So. Leute, sieht doch verdächtig aus. Und zack. Ha! Wie geil! Sollst du mir nicht eigentlich sagen, wo ja seltene Metalle sind? Na gut. Boah, ist das eine große Hilfe, ne? Okay. Damit hätten wir auch alle seltenen Dinger in diesem Bereich. Und wir haben wieder etwas für alle bekommen. Ich hoffe, es ist noch ein Waffentank. Ne, Gesundheitstank meine ich. Schiffentwicklung. So, was haben wir gewonnen? Metallrabatt. Dieser Chip reduziert die Metallmenge, die du zur Chipentwicklung benötigst. Das holen wir uns direkt. Weil dann kosten... Oh, geil. Ey. Also, ich dachte irgendwie 50% oder irgendwie sowas. 18.000, ja, super. So, das bringt uns natürlich sehr viel. Boah. Okay, spätestens hier müsste man schon merken, dass ich das alles nicht auswendig wusste. Weil sonst hätte ich schon sofort hier das gemacht. Oh mein Gott, ne. So. Wo ist denn jetzt noch was? Hier haben wir alles, hier haben wir alles, hier haben wir alles, hier haben wir alles. Wir gehen jetzt hier hin. Ist vollkommen egal. Wir brauchen nämlich Zero, um irgendwo was zu bekommen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber wir bekommen was. Wenn wir nur Zero brauchen, dann ist das kein Problem. Weil Zero kann alles. Da müssten wir halt eigentlich bekommen. Egal, was wir da bekommen.
Wie oft habe ich jetzt bekommen gesagt? So. Aber erstmal müssen wir den ganzen Mist darunter fallen. In Ausrufezeichen. Ausrufezeichen Gänsefüßchen, mein Gott. Boah. Okay. Ich darf natürlich hier nicht mit Zero verrecken, aber mit ihm sind halt einfacher. So, die nächste Level. Die nächste Story Level, nenne ich sie mal. Die möchte ich ehrlich gesagt noch so schaffen. Und danach werde ich erstmal wieder Metall farmen und mir die ganzen restlichen Metalle holen. Die seltenen Metalle meine ich. Super! So. Boah, es geht wieder los. Ich wollte eigentlich nicht den gesamten Part hier mitfüllen, hallo? Ja. Ist immer so ein Pech. Was soll denn das? Wenn man da privat zocken würde, dann wäre es ja ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich meine, hey, da hat niemand gesehen, aber jetzt sieht das hier jeder. Boah. Wenn ich so ein Fail-Lappen bin. Aber ich bin noch so sehr weit gekommen. Also seid mal ruhig. Hallo. Ich habe auch meine Ehre, mein Stolz und keine Ahnung. Lässt sich wahrscheinlich irgendwie in der Art definieren. Hat Zero jetzt gerade nur einen Punkt Schaden bekommen? Ach, ich habe ja die Schildrüstung geholt. Geil. Oh. Kann man also nur einen Schaden bekommen hat. So, das ist jetzt noch der einzige seltene Metall, was ich jetzt noch wüsste, aber bekommen. Aber ich möchte noch mal weiter in der Level gehen, weil so wie es aussah, konnte man noch nach links gehen weiter. Aber es gibt da nichts mehr hier zu holen eigentlich. Deswegen verstehe ich nicht, was da sein sollte. Reden und spielen. Ne? Es ist eine sehr schwere Kunst. Ich weiß noch, wie ich am Anfang dieses Let's Plays gesagt habe, ja, ich glaube, ich bin gut in dem Spiel, ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt und ja, was habe ich bis jetzt? 5, 6, 7 Parts, wo ich irgendwie kein bisschen weitergekommen bin, wo ich so dermaßen blöde Sachen gemacht habe und so peinliche Weise verreckt bin, dass ich hier alle Mega Man Profis hier nur so ein Facepalm geben. Ey. Boah. Egal. Ich schaff das noch. Mir fällt gerade auf, ich werde euch gar nicht 100% zeigen können. Glaube ich jedenfalls. Weil ich habe mir mal meine anderen Spielstände angesehen und mir fehlt immer eine Sache. Boah, ich muss mir die Nase jucken. Okay. Weil ich habe ja einen Spielstand, wo 100% ist. Komischerweise, also 100% Storyabschluss. Aber komischerweise, wenn man den Spielstand lädt, dann sieht man hier alle Rüstungsteile, die man freigeschaltet hat. Alle Waffen von Zero. Und ich glaube, mir fehlt eine Waffe von Zero. So. Ha, so tötet man die Typen. Ha. Ach, da kommt ja auch noch. So, was wollt ihr denn? Ha. Aber jetzt machen wir dich fertig. Nein. Und jetzt? Nein. Ha. Da war knapp. Nein, Johnny. Oh. Ich röche dich. Hier sollen die irgendwie eine Bedrohung darstellen? Eine dunkle Bedrohung oder was? Ey. Kannst du es wagen? Nein. Hab ich keinen Schaden genommen. So, und da ich Metallgeil bin. Fail. Man hört nur einen Pups in der Ferne. Boah. Ach, leck mich doch. Aua. Boah. Ich habe, glaube ich, Dornläufer, oder? Ja.
unter Chips. Ah! Boah, okay. Und sie hören einfach nicht auf. So, hier ist das noch nicht. Zero. Du darfst nicht sterben. So, mit was kann man hier Ding öffnen? Hiermit? Hiermit? Hm. Hä? Was denn? Ah, okay. Hätte ich mir mal angeguckt, was man machen müsste. Was muss ich denn ja machen? Was hat er ja noch für Attacken? Meine Flammenangriff. Was muss ich denn ja machen? Na komm schon. What the fuck? Nein. Hallo? Was muss ich denn hier machen? Hallo? Ja. Was muss ich denn hier machen? Hallo? Warte mal. Mach mal kurz. Aua. Nun lass ich mit den Fächern umlaufen. So. Ja, super. Ich wüsste jetzt nicht, was ich machen. Ja, super. Mein Gott. Glück ist echt nicht auf meiner Seite, ne? So, ich gehe noch mal mit. Mein Gott. Mit den beiden darunter. Dann höre ich mir mal an, was Pellet zu sagen hat. Oder auch nicht, wenn ich hier frecke. So. Okay. Oder auch nicht. Kann mir mal einer sagen, was ich hier machen muss? Warum muss ich hier? Was muss ich denn hier machen? Hey. Jetzt mal alle Angriffe, die er hat. Ah. Der einzige Angriff, den ich jetzt noch nicht probiert habe, ist. Ja, ja. Ich verstehe es nicht. So viel Verarschung vertrage ich nicht. Anders kann ich doch nicht machen. Hallo? Ich dachte, mit Zero komme ich hier rein. Ah, na gut. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich herausgefunden habe, wie man hier reinkommt. Ciao.